Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 4x4 Passion. Mein Name ist Klaus, der sogenannte Reiserentner, und ich stelle euch heute meinen neuen Gebrauchten vor, einen Mazda Pickup BT50. Ich bin umgestiegen von Land Rover Defender auf diesen Pickup. Mit dem Land Rover, ich weiß gar nicht, seit 1996 fast nur Land Rover gefahren, waren wir so ziemlich in der halben Welt unterwegs, von Afrika, Tunesien, Marokko angefangen, über die Seidenstraße, Pamir, Mongolei. Also wir sind viel gemeinsam auf Reisen gewesen, immer mit dem Defender und Dachzelt. Und nachdem wir letztes Jahr vom Pamir zurückgekommen sind, meine liebe Renate und ich, wir sind ja beide jetzt etwas über 70, haben wir uns entschlossen, nicht mehr im Dachzelt schlafen zu wollen und haben nach einer Alternative gesucht. Und die Alternative ist der Pickup geworden, mit einer Minikabine. Ganz lange Zeit und viele, viele Kilometer bin ich mit einem Freund unterwegs gewesen, der einen Hilux hatte, und habe mir sein Auto und seine Kabine angesehen, und er hat mir erklärt, warum er dies und jenes gestaltet hat und warum er sich für dieses Auto entschieden hat. Und das hat mich eigentlich ein bisschen motiviert, näher auf dieses Auto einzugehen, also vom Prinzip her der Pickup. Und habe im Internet dann ein wenig gesurft, was es auf dem Markt für Angebote gibt. Und urplötzlich habe ich diesen Mazda gesehen. Es hätte auch ein anderes Auto sein können, aber es ist so, meines Erachtens, egal ob es der Mazda ist, der Mitsubishi, der Navara oder welcher Pickup auch immer, es sind eigentlich bewährte Autos. Von daher kam es mir primär nicht darauf an, welcher Fahrzeugtyp es wird, sondern vielmehr, dass die Kombination Fahrzeug mit der Kabine in Einklang zu bringen ist. Und da habe ich Wert darauf gelegt, dass die Kabine nicht zu hoch ist, damit das Fahrzeug nicht so schaukelt im Gelände, und dass er nicht zu breit ist, keine zu großen Überhänge hat. Und deswegen haben wir uns für die Ortec Mini-Kabine entschieden. Und Auto und Kombination habe ich halt so im Internet gefunden. Und wenn, dann muss man schnell sein. Und manchmal bin ich auch trotz des hohen Alters noch schnell und habe zugeschlagen und war der Erste. Dieser Mazda BT50 ist ähnlich motorisiert wie mein Vorgängerauto, der Defender. Er hat also 105 kW und 2,5 Liter Motor. Er ist eigentlich auch ein richtiges Geländeauto. Er hat Zweiradantrieb, zuschaltbar Vierrad mit Untersetzung, und er verfügt auch über eine elektronische Sperre, falls man die im Gelände, im Sand mal benötigt. Und ansonsten hat er die bewährte Technik, die eben diese 4x4 Gelände-Pickups haben. Dieses Auto ist Baujahr 2007 und hat knapp 200.000 Kilometer auf der Uhr gehabt, als ich ihn gekauft habe. Das heißt also, er ist eigentlich erst gut eingefahren. Ich möchte mal ein bisschen so einsteigen. Wann findet man in seinem Leben die Traumfrau? Man muss immer Kompromisse machen, und Kompromisse muss man auch beim Autokauf machen, ist meine Meinung. Und hier habe ich, glaube ich, ein Auto gefunden, was gut zu mir passt, was auch schon relativ gut vorbereitet ist. Dieses Fahrwerk hat, wie man sieht, schon den Schnorchel. Er steht auf BF Goodrich AT-Reifen, die sich also auch auf dem Defender schon bewährt haben und relativ langlebig sind, und er hat ein OME Oldman EMU Fahrwerk. Das werde ich irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht noch mal erneuern, vielleicht auch mit Technik ein wenig das Auto dadurch höher bringen.
Darüber hinaus hat er, wie man sieht, auch eine Seilwinde schon verbaut gehabt, wobei ich lediglich das Stahlkabel durch ein Perlongseil ersetzt habe. Einfach so ein Stahlseil ist über das Alter doch ein bisschen rissiger, man verletzt sich schnell dran. Das ist beim Perlongseil ja nicht der Fall. Und ansonsten durch den Unterfahrschutz ist er also auch schon ganz gut geschützt gegen irgendwelche Dinge, die man vielleicht mal übersieht. Der Böschungswinkel ist zwar nicht so gut wie beim Defender, aber durch Entfernen der Stoßstange haben wir da also auch etwas mehr Zentimeter bekommen. Selbstverständlich kann man so ein Auto nicht mit einem Defender vergleichen. Und ich möchte auch meinen Freunden sagen, ich bin nach wie vor auch immer noch Defender-Fan. Aber ich halte das hier für eine wirklich gute Alternative zum bequemen Reisen. Dieses Auto hat die bewährte 1,5 Türen, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil man durch beide geöffnete Türen relativ gut an die Teile kommt. In den letzten Jahren haben wir uns verstärkt auf lange Touren, Langzeitreisen konzentriert. Wie ich schon erwähnte, Marokko und Tunesien, das waren dann so 4 Wochen Touren, die wir unternommen haben. Dann waren wir in der Mongolei einmal komplett durch Russland durchfahren bis zum Baikalsee. Das sind dann so runde 20.000 Kilometer, die man in etwa 3 Monaten zurücklegt. Und letztes Jahr waren wir auf der Pamir-Tour, das heißt also durch Russland. Wir sind die Seidenstraße gefahren, die Orientstädte Shiva, Bukhara und Samarkand angesehen und sind dann mit dem Auto bis auf 4.655 Meter hochgefahren. Nur mal so als Vergleich, das ist die Spitze vom Matterhorn von der Höhe her und da sind wir mit dem Auto drüber gefahren und dann durch Kirgisistan, Kasachstan wieder zurück. Das heißt also, wir haben lange Zeit im Auto gesessen. Wir haben, wenn wir 60 oder vielleicht 90 Tage unterwegs waren, halt auch 70, 80 oder 90 Mal das Dachzelt aufgebaut. Und auch wenn ich in der Zwischenzeit schon viel Routine bekommen habe, wir haben gesagt, die Dachzeltphase wollen wir jetzt mal so langsam beenden. Deswegen sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, ein anderes Fahrzeug zu kaufen. Und ich finde, das ist für uns ein sehr guter Kompromiss. Dieses Auto hat, die Land Rover-Fahrer mögen mir verzeihen, eine Klimaanlage, die nicht auf die Knie geht. Und man kann bei 110 Stundenkilometer das Radio bequem hören, die Nachrichten hören, was beim Defender mit AT-Reifen doch schon etwas schwieriger war. Also ein paar kleine Vorteile von der Bequemlichkeit und vom Komfort sind an diesem Auto schon vorhanden. Und wir haben halt Wert darauf gelegt, einen guten Zugang zu der Kabine zu haben. Das Auto ist in dieser Höhe nicht höher als ein Defender mit einem Dachträger, sodass wir also auch nicht in die Gefahr kommen, im Gelände zu sehr schaukelig zu werden. Was macht man eigentlich, wenn man ein neues Auto mit einer Kabine sucht? Man konzentriert sich natürlich auch sehr intensiv. Welche Kabine? Die Kabinen mit Stehhöhe sind natürlich sehr bequem, aber für mich einfach zu schaukelig. Deshalb ging meine Suche eher nach einer Kabine mit Aufstelldach hin. Und ich bin da bei meinen Recherchen auf die Ortec-Kabine gekommen. Das ist mit der Bezeichnung Minicamp. Und diese Kabine ist voll aus Alu, isoliert und innen also nochmal verkleidet. Das heißt also, sie ist relativ
gut isoliert, winterfest. Und wo es mir drauf ankam, ich wollte keine Kabine haben, die man absitzen kann, weil ich dieses Fahrzeug ja rein als Reisefahrzeug einsetze. Ich muss das Auto also nicht anderweitig nutzen. Und deswegen kam es mir drauf an, dass die Kabine fest verbaut ist. Und mir kam es drauf an, dass der Aufbau hier nicht zu weit übersteht und auch nach hinten keinen Überstand hat, weil das macht sich im Gelände alles bemerkbar. Und jetzt diese Kombination zu finden, die Kabine ist auf einem Mazda Pickup, anderthalb Kabine, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und deshalb haben wir schnell zugeschlagen. Diese Kabine ist mehr oder weniger so, wie sie hier jetzt ausgebaut ist, fertig gewesen. Es gibt ja diese Systeme, Stausysteme mit den Kästen zum Rausnehmen. Das ist vielleicht ein relativ einfaches System, aber wenn man vorher Land Rover gefahren hat, ist das schon bequem. Wir haben, sofern wir aufklappen, unser Bett praktisch fertig. Und was ich an dieser Kabine also auch gut finde, sie wird von innen befestigt, also arretiert. Ich muss also, wenn es regnet, nicht 4 oder 5 oder 6 Clips aufmachen und stehe im Regen und kann dann erst hochmachen. Ich gehe rein, bin sofort im Trocknen und mache dann die Kabine auf. Und es ist natürlich relativ schnell im Vergleich zum Dachzelt, obwohl Fachleute sagen, ich bin mit dem Dachzelt schon recht schnell gewesen. Aber hier ist es natürlich noch einfacher und bequemer. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Auto ist ja als Wohnmobil zugelassen, dass es fast auch so ein kleiner Wohnwagen ist. Man ist ja nicht verwöhnt. Aber wenn ich jetzt sehe, dass das, was ja auch fest verbaut war, nämlich eine Spüle, dann erinnert mich das schon fast ein bisschen an Wohnwagencharakter. Wir haben dort einen 10-Liter-Kanister, wo wir Frischwasser drin haben, also Trinkwasser. Und wenn man dann den Hahn aufmacht und das Wasser läuft, ach, welch Komfort. Ja, ein ganz klein wenig haben wir es natürlich auf unsere Bedürfnisse abgestimmt und optimiert. Am meisten hat mich bei diesem System gestört, dass man, wenn man losfahren will, diese Matratze auf die hintere Matratze packt und dieses Gestell, Untergestell, schiebt man dann unter den hinteren Teil oder man könnte auch sagen unter den vorderen Teil. Das hat mich also sehr gestört, weil ich möchte gern die Matratzen so liegen lassen und habe deshalb ganz einfach das so konstruiert, dass ich hier anpacken kann, drücke das hoch und habe mir hier zwei Haken gemacht, so dass das Bett komplett bleibt. Ich kann die Schlafsäcke hier lassen, aber wenn wir hier jetzt sitzen, können wir, da wir beide nicht ganz so groß sind, bequem diesen Raum nutzen und brauchen nur einmal wieder runter machen und schon ist es schlaffertig. Um die Frage gleich mal zu beantworten, diese Anschraubvorrichtungen, die ich hier habe, sind erlaubt. Sie sind laut TÜV Ladung, rein rechtlich. Insofern braucht man sich keinen Kopf zu machen, wenn man hier etwas anschraubt. Wichtig ist natürlich, dass es vernünftig und fest ist und Erschütterungen auf der Piste in der Mongolei oder auch in der Sahara aushält. Es gibt da die bewährten Zubehörteile, nämlich so einen Reservekanister da vernünftig dran zu kriegen mit den Airline-Schienen. Das funktioniert sehr gut. Ich habe diesen Kanister so angebracht, dass ich
ihn nur leicht lösen muss, dass ich an den Stutzen komme. Ich habe eine kleine Schlauchpumpe zum Quetschen und kann von hier aus direkt in den Dieseltank meinen Diesel einpumpen und muss nicht 20 Kilo plus dem Kanister längere Zeit halten. Hier neben habe ich den Wasserkanister. Vielleicht werde ich das noch mal ein bisschen verändern. Aber mir kam es drauf an, dass es eine große Öffnung hat, dieser Kanister. Und der Hahn ist nämlich in aller Regel der Schwachpunkt. Und es gibt also so 20 mm Hähne, die kennt man aus der grünen Tonne für Regenwasser. Diese passen hier genau rein. Man muss nur eine Kunststoffschraube anbringen und dann kann ich hier reinfassen. Das kann ich nicht, wenn ich nur einen schmalen Einstieg habe. Und da wir über ein paar kleine Erfahrungen verfügen, habe ich so eine Mini-Seifendöschen, hätte ich beinahe gesagt, hier festgeklebt, sodass, wenn wir hier, der Hahn kommt dann noch dran, wenn wir hier Wasser nehmen, um Hände zu waschen, auch gleich ein bisschen Seife haben. Ironischerweise muss ich sagen, ich weiß noch nicht, wo ich das passende Handtuch hinlasse, aber hinpacke, aber das lasse ich wahrscheinlich dort vorne. Und hierzu ganz kurz, ich freue mich immer, wenn ich etwas verwenden kann, was ich ohnehin schon hatte. Und das ist der Innenteil eines Isolierbehälters von der Bundeswehr oder es kann sogar von der NVA sein. Hier packe ich einfach alles rein, was irgendwie mit Öl und Fett zu tun hat, was also auch riecht, und so dass ich also riechende Flüssigkeiten, Öl etc. Nicht im Auto im Inneren habe. Und hier kann es ruhig mal ein bisschen müffeln. Und ich habe mal wieder etwas verbaut, was ich sowieso zu Hause rumliegen hatte. Erfahrung braucht seine Zeit. Die Zeit, alles auszuprobieren, hatten wir wegen Corona natürlich noch nicht. Aber die Erfahrung, die wir bei unseren vielen und langen Reisen seit 1996 gesammelt haben, die sind hier in kleinen Details eingeflossen. Und ich denke, dass wir dieses Auto mit dieser Kabine jetzt so haben, dass wir gemeinsam mit zwei Personen gut und bequem reisen können. Und ich freue mich darauf, die nächsten Jahre mit meinen Freunden gemeinsam auf Tour zu sein.